in der letzten Episode. Cool. Und so jeder so. Ja, Tatsache. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Valiant Hearts in der Folge Nummer 10. Wir versuchen auszubrechen. Tja. Wir gucken mal, was wir hier alles machen können. Oder holen können. Notizbuch. Ja, und? Hinter Honk Mallet. Ja, hinter Honk Mallet. Ganz ehrlich, aufs Maul, du Arschloch. So. Da ist er ganz ehrlich. Hier, hinter Honk Mallet. Da hast du hinter Honk Mallet. Komm hoch. So, ja, ein kleines Rätselchen. Ah, ja. Aha, interessant. So, was haben wir denn hier alles? Huch, was liegt denn da oben? Naja, dafür haben wir das Ding. Ja, auf jeden Fall. Das hat gut funktioniert. Was passiert, wenn wir da dran drehen? Was? So oft habe ich gar nicht gedreht. Na gut. Mhm. So, dann nehmen wir halt erstmal das. Eine deutsche Erkennungsmarke. Ne, das soll ja hier nach unten kommen, oder? Warte mal. So. Was dreht man damit? Das Dingens. Na, das hilft mir ja nichts. Na, da kommt es ja dann da oben raus. Ich bin verwirrt. Nur etwas. Okay. Gut, da haben wir jetzt einen schönen Kreislauf. Das hilft uns leider nichts. Warte mal, damit konnte ich doch das obere drehen, richtig? Okay. Gut, ich denke, da ist der Teil erstmal getan. Kann man auch drauf? Was ist denn da oben? Ah, okay, alles klar. Dafür die Kohlen, alles klar. Sekunde. So, nimm mal eine. Sehr schön. So. Gut, dann haben wir das zumindest mal gelöst. Weiter geht's hier oben. Okay, jetzt kommt das darüber. Warte mal, damit waren diese. Ja, taub, ich weiß, was ich zu tun habe. So, das ist das. Nein! Ach, verdammt. Dann mach das immer einmal mehr. Ja, ich denke mal so. Keine Ahnung. Ah ja. So, kannst du jetzt duschen. Der Fritte. Hey, wir haben Hosenträger. Was gibt's hier drin? Ein Brief war geklaut, sehr schön. Im Knoten auf der Klaus. Zu Ehren der Gefallenen. Ich welgerte Aster dabei. Ich welgerte als dabei. Aha. Der will uns nicht weiterhelfen. Tja, hier kann man nicht weiter, okay. Was ist hier? Wursthaus. Ein Knoten auf der Klaus. Ein Knoten auf der Klaus, was?
Ernsthaft? Ja, ja. Ja. Ein Geheimfach. Hallo? Alter Fritte! Ah ja, das habe ich ja sogar. Das ist ja praktisch. Ja, komm, dreh. So, ne? Gut gemacht. Danke. Braucht er das? Ich will gerade Aster dabei. Ach so. Nee, braucht er nicht. Was? Was? Schwander Nichtlings, der Blunderklump. Wie? Ach, verdammt. Okay. Wir brauchen irgendwie Fleisch für den Hund. Vielleicht will er ja Medizin haben. Quellgatte, als dabei. Da oben ist die Pfeife, okay. Brauchen irgendwas mit dem, was wir den Jungen ablenken. Aber mit was? Interesting. Der Junge duscht immer noch. Okay, mehr gab's ja hier nicht. Na, ja, duschen wir halt auch mal. Aha. Was waren hier drin? Ah, okay. Das haben wir ja. Ja, ja, ich versuche. Gut gemacht. Jetzt haben wir ein rotes Halsband, gehen wir dazu. Sehr schön. Gut. Tschüss. Okay, alles klar. Das wieder das Wursthaus. Aber der will ja die Pfeife haben. Und die hat er hier. Ich gehöre zu dir. Tschüss. So. Ne, warte mal, das Wursthaus war ja eine Straße weiter vorne. war das das hier? Ne, eins weiter. So, hier. Tschüss. Das muss man wahrscheinlich dann runterwerfen. Ah, es hat gut funktioniert. Kürzer. Warte mal. So. So. Nee. Achso, da liegt ja noch was. Eine Keksdose. Witzig. Da kommst du jetzt eigentlich auch fast schon ran, aber gut. Dann machen wir das halt so. Hi. Achso, das kommt dann da rein, alles klar. Oh, ich liebe mein... Oh, die Zeit. Ach du Schande, in der Nacht.
Gut. Oh, halt! Warte laut! Der Hund. Er rettet sie alle. Ja, hier ist dunkel. Oh, danke. Oh, bitte. Nicht. Ja, richtig. Hier, Licht. Ah, danke, du hast die Sicherung. Sehr schön. Eine Taschenlampe. Taschenlampen waren in den Gräben weit verbreitet. Die von der Armee ausgegebenen Taschenlampen passten in einen Werkzeuggürtel und arbeiteten mit Batterien. Was? Okay. Was kann man hier machen? Und da ist die Feder, ah, ja. Das. Okay. Das hilft uns noch nichts. Toll. Zerbrochenes deutsches Bajonett. Ja, ist wichtig. So. Ja, was machen wir damit? So, was mache ich da jetzt? Ach so, ah, okay. Sehr schön. Ja, hier wird Dynamit gearbeitet. Sehr schön. Hat das Teil garantiert nicht beschädigt. Guck mal, ich hab was für dich. So, ne? Ist das jetzt rückwärts oder ist das vorwärts? Hey Hund, willst du mitkommen? Geht er. Was? Okay. Was, du brauchst was? Quadrat und was ist das andere? Das ist eine... Sieht aus wie ein Quadrat. Was passiert denn da? Wenn man das so dreht. Das da und das. So rum, oder? Ja. Hallo? Wie löst das aus mit dem Hebel hier?
Hey, ich habe hier ein Stück für dich. Guck mal. Was? Du willst jetzt nur ein Viereck haben, okay? Wenn ich, dann musst du wahrscheinlich so drehen, dass es irgendwie für verborgen ist oder so. Und das dann so. Ja, warte mal, das drehen wir nochmal um 90 Grad. Ja, drehen wir weiter. Oder halt. Das geht nur so. Und dann muss das halt so funktionieren. Ich hoffe, das reicht dir. Da kommt. Ich bin Quadrat für dich. Hallo? Reicht das? Ja, anscheinend. Okay. Münzen. Nee, falsch, Tab. Deutsche Münzen. Wollen wir schon präzise bleiben, was ist das? So. Warte, ich komplett rüber. Sekunde. So, jetzt. Gut. Weiter geht's. Was weh? Sehr schön. Ja. Sehr schön. Da hupft er. Warum kann ich das? Voll das doch. Ein bisschen tiefer. Ein bisschen höher. Noch ein bisschen. Nee, wieder zu tief. Oh oh. Ja, kein Problem, ey. Kein Problem. Ach ja. So, wir machen ja alles platt, damit das dann auch so wirklich so möglichst kahl und
verloren aussieht. Die französischen Truppen empfingen Lucky Freddy im Triumph. Emil schickte einen Brief an Anna, um sie von der Befreiung ihres Vaters in Kenntnis zu setzen. Die drei Freunde feierten ihr Wiedersehen. Doch die Freude war von kurzer Dauer. Mai 1916. Freddy wurde an die Somme geschickt, während Emils Regiment auf einem Hügel nahe einem kleinen Dorf Quartier bezog. Das Dorf hieß Vauquois. Hier hatte der Konflikt sogar die Unterwelt erfasst. Von ihren sicheren Schützengräben aus gruben die beiden Lager Stollen und Galerien. Der Minenkrieg hatte begonnen. Alter Schwede. Das heißt, wir sind jetzt unter Tage unterwegs. Gut, dann machen wir in der nächsten Folge dort weiter. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag und wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut. Ciao.